Hallo zusammen, herzlich willkommen zu XP Kings Bounty 2. Mittlerweile haben sich zwei Updates ergeben und ich würde mal behaupten, es sieht jetzt ein bisschen besser aus, ein bisschen geschmeidiger. Auch wenn ich noch nicht in der Quarantänezone war, aber ich hoffe einfach mal das Beste. Aber zuerst einmal müssen wir hier quasi die Balduin-Aufgabe lösen, von der ich glaube, dass ich eine Lösung gefunden habe. Bin nicht ganz sicher, aber eventuell ja. Du gehst noch dorthin, du gehst noch dorthin, du gehst noch dorthin. Damit sollte man sie hoffentlich hinterweizen können. Das heißt, so viel wie wir machen, ist erstmal ein Zauber, der sich schimpft, mehr Schaden machen. Und zwar bei ihnen hier. Diese Ritter müssen jetzt nämlich quasi unsere Kampfböcke werden. Feuerkampf raus. Macht diese Riesen so gut wie fertig. Zwei sogar kaputt gemacht. Oh, nice. Genau, die sind nämlich unser nächster Gegner. Wenn wir die gemacht haben, kommt die als nächstes da oben dran. So, dann möchte ich bitte, dass ihr angreift. Oh ja. Oh ja, sowas von. Darf ich nochmal angreifen? So viel gehört schon lange nicht mehr. Wunderbar. Und dann sagen wir, ihr seid die Nächsten. Yep, ihr seid die Nächsten. Passt soweit. Ab nach da hinten. Werde nachher hier hinten angreifen. Machen wir einen Spot noch auf die hier drauf. So in Richtung, hey. Versucht mich doch anzugreifen. Werdet ihr eh nicht schaffen. So, dann sagen wir, ihr macht die da hinten schon mal platt. So gut es geht natürlich, so gut es geht. Dankeschön. Und gebt denen hier noch eine Steinhaut drauf. Dürft sogar nochmal. Also irgendwie läuft es gerade besser, als ich mir gedacht hätte. Und danach geht ihr nach da hinten hin. Dann versteckt ihr euch vor der Rache vor denen. Das klingt doch schon mal richtig gut. So, dann sagen wir die nächsten Truppen. Auch hier bitte eine Rüstung bekommen. Ganz, ganz wichtig. Und nochmal nach da hinten. Auf dass sie so gut wie keine Bogenschützen mehr haben. Das gefällt mir. Ich weiß, es seid ihr böse auf mich. Aber ihr könnt kaum was ausrichten, was ich wiederum gut finde. Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Verderbnisangriff, unschön. Ganz, ganz unschön an der Stelle, aber macht nichts. So, dann ihr hier. Greift volle Kanne die hier an in frontaler Manier. Ja, Bonusrunde nochmal willkommen. Das gefällt mir, komm. Dankeschön. Her mit der Bonusrunde. Und noch mehr Niederschnetzeln von ihnen. Mehr geht gerade nicht. Schade. Müssen wir kurz abwarten. Au. Die Angst ist unschön. Die Angst ist mehr als unschön sogar. Hört auf, euch hochzuheilen. Hört auf, euch hochzuheilen. Gucken wir doch mal. Ihr könnt sie von da angreifen. Jep, ich bin doch drum. Denn nach einem Angriff können sie sich nicht mehr verteidigen. So, als nächsten. Ja, yep, auch nach hinten hin. Es läuft ja besser als. Also, die Bonusrunden haben jetzt einiges ausgelaufen, muss ich sagen. Ich glaube, und die wären wir bei weitem nicht so gut gewesen. Auf nach da hinten. Und ihr greift auch noch mit an. Yep. Ich möchte den maximalen Angriff hier sehen von allen. Bonusrunde. Heilung auf. Moment. Angriff ist zwar gut, aber Heilung ist auch gut, wenn man da was machen können. 92. 153. Yep, hoch ein. Sie bleiben noch was machen können. Aber ich darf trotzdem noch eine zweite Aktion machen. Die nichts mit Heilen zu tun hat. Schade. Okay, was soll's. Da könnte man noch hin. Ja, yep, das würde gehen. Auf, dass wir quasi nochmal angreifen dürfen. Wo die da hinten? Nee, ja. Hätte nämlich jetzt auch ein Critic sein können. Dankeschön. Danke dafür und abdauen und abhauen. Die können da unten nämlich nichts mehr abschießen. Und jetzt, das war euer Todesurteil. Wir haben ein bisschen Freundesinstrument, aber die sind jetzt im Freien. Das war das Dümmste, was wir denn machen können. Au! Könnt ihr bitte aufhören, hier dran rumzuknabbern? Das ist echt unschön. Das ist massivst unschön sogar. Der kommt nicht nach dorthin. Der kommt auch nicht nach dorthin. Okay, was wäre, wenn wir die schon mal nach unten jagen könnten? Wenn wir nur auf könnten.
Mach mal. Nach hinten. Und ihr bitte verspotten. Halt bitte genau die Einheit an, nicht als nicht irgendwas anderes. Au, danke für die Fäulnis. Danke aber auch. Geht ihr mich schon mal nach da unten hin? Das passt soweit. Sodle. Attacke, yep. Das passt soweit. Und dann bleibt er aber auch hier. Ihr geht nach dort drüben hin. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah, Heilung geht eigentlich. Die Verderbnisse abzuschlachten wäre besser. Die eine Runde, wo sie jetzt nicht angreifen durften, das ist echt schade. Das ist mehr als schade an der Stelle. Magier. Ja, das war abzusehen. Das war mehr als abzusehen. Aber die kriegen wir trotzdem noch hin. So, komplett ausgelöscht. So gut wie ausgelöscht, muss man sagen. So gut wie ausgelöscht. Wir brauchen dann dringend nochmal eine kleine Heilung an der Stelle. Eine kleine Heilung geht auf jeden Fall. Runde 4. Hat jetzt quasi nur was zu essen gewollt von denen, oder wie? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Okay, Attacke. Macht nichts. Balduin werden sie erledigt haben. Vorhin ist eines draufgegangen. Okay, danke dafür. Wir nehmen wesentlich mehr Schaden von denen ein, aber was soll's. Dafür machen wir die jetzt platt. Ein Angriffstrupp weniger. Bonusrunde? Oh, dankeschön. Und auch gleich wieder Bonusschaden, so wie es ausschaut. Verderbte Krieger, nehmen wir mal die kaputt. Wenn die einmal weniger angreifen können, sage ich auch nicht nein dazu. Ja. Trotz Bonusrunde immer noch die Verderbnis. Und einmal hinstellen, einfach nur damit wir die abhalten können vom Angreifen. So, dann bitteschön, hochheilen. Das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Und wir können schon mal sagen, ihr geht da rüber. Bonusrunde. Attacke. Und noch einmal geht nicht einmal hoch ein. Ah, schade, schade, schade. Das ist echt unschön. Und 150, yep. Das Hochrein ist taktisch gerade besser. Dann noch nach dorthin. Yep, einmal geschlechtet. Dankeschön. Einmal hier Kontrollzone angegriffen. Macht nichts. Weil das sagen, die tun sich jetzt zurückziehen. Was greifen sie an ihn hier? Okay, dürfen sie machen. Dürfen sie an der Stelle mehr als machen. Und besiegen, bitte. Es sollte gerade relativ gut dabei sein. Yep. Nach dorthin bewegen. Und in der nächsten Runde soll die Angst nämlich auch... Dankeschön. In der nächsten Runde soll die Angst nämlich weg sein. So, Angriff von beiden Seiten. Was soll's. Angriff von beiden Seiten. Kommt einfach nur her. Das passt dann schon. Mir geht gerade nicht... Ihr könnt hier rumkommen. Irgendein von beiden müssen angreifen, aber bei irgendeinem von beiden werden sie wieder verlieren. Oh, dankeschön. Das gefällt mir doch, Nahangriff. Dann gucken wir nochmal, ob ihr hier vorbeikommt oder nicht. So, 93 Heilung, nein. 192, yep, heilen. Ich sag nicht, dass ihr, wenn ihr am Heilen seid. Dann bitte nach da unten bewegen. Ich weiß nicht, ob die das da oben sehen können. Könnt ihr, könnt nicht angreifen. Schade. Nirgendwo da hinten. Okay. Könnt ihr auf irgendjemand noch eine Heilung aussprechen? Aber auf euch selber, okay. Warum nicht? So schaut nämlich die Strategie schon wesentlich besser aus. So, ich bin doch da rum. Angriff in der Angriffszone. Wunderbar. Hm, macht es, macht es. Ich weiß nicht, warum ihr das jetzt machen wolltet, aber okay. Die möchten wohl sterben, so wie es ausschaut. Attacke. Ich meine, sie wollen die schwachen Magier angreifen, verstehe ich voll und ganz, aber... Das wird so wiederum nichts werden. Durch Verwirrung gestorben. Ja, das ist... leicht ungünstig, ganz echt ungünstig an der Stelle.
So, wir haben keine Heilung mehr, aber wir haben noch Bombardements übrig. Nach da hinten hinstellen, damit sie nicht in den Nahkampf kommen. Und noch eine Heilung übrig. Ja, das wäre recht gut. Ich meine, wir können sie dadurch einkasteln eigentlich. Na komm, was soll's. Warte, sie sollen sich nicht mehr bewegen können. Bekloppt euch gegenseitig, das passt dann schon. Attacke. Einmal hier und einmal dort. Das sollte eher noch ein bisschen mehr Verwirrung. Ich sehe schon, ich sehe schon. Mehr geht nicht. Ihr könnt hier nichts machen, okay. Ihr könnt von hinten angreifen, dann passt es schon soweit. Und der letzte ist hinüber. Sieg für uns. Ein traumhafter Sieg. Und sogar eine Trophäe bekommen. Maximilians Keule. So, ganz schön viel wert hier. Wow, okay, passt. Finde ich gut. Finde ich gut. Ein weiteres Verderbnispunkt weg. Gewusst wie. Hat mich jetzt auch bloß ein paar Mal kämpfen gekostet. Wunderbar. Er ist weg, das ist weg. Und die Verderbnis hier ist auch weg. Das heißt, hier gibt es nächste, der Tyrant. Müssen wir aber jetzt eigentlich gar nichts. Deswegen was anderes machen, wie schon angedeutet, wenn wir hier unten mal rumgehen. Sprechen mit seiner Mutter, beziehungsweise, ja, wobei, wenn wir das als nächstes machen könnten, und danach hier und danach geht es vielleicht hier rüber, wäre natürlich auch eine interessante Sache, oder wir machen die zuerst. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Erstmal das Pferd rufen. Ich habe genau gesehen, dass du aus dem Nichts gekommen bist. Du hast dich somit verraten. Einmal rumgehen, dankeschön. Gehen wir jetzt erstmal zu einem Portstein hin. Ich bemerke bereits, wir haben ein paar kleine Problemchen, auch mit unserem Geld. Yep. 4000 hier, nur noch ein paar Einheiten dort. Das ist nicht wirklich viel. Das ist nicht wirklich viel. Portstein war hier oben. Yep, Portstein ist hier oben. Ich glaube, ihr werdet diese Golems nie wieder reparieren, so wie es ausschaut. Hallo? Moment. Muss ich jetzt hier absteigen dafür? Oh, komm schon. Die will hier absteigen. Tyrant? Nein. Wie kommen wir da am besten hin eigentlich? Dorthin, dorthin. Eigentlich, wenn wir hier unten rumlaufen. Oder? Yep, wenn wir da unten rumlaufen, das passt. Gucken wir mal, was wir da unten erreichen können. In welche Richtung muss ich denn überhaupt? War das die... Nee, warte mal. Das war, glaube ich, die richtige Richtung, oder? Ihr habt das die richtige Richtung. Pferdchen komme. Ist ja mal schön, wenn du genau neben mir kommen würdest, aber... Ja, gut. Was will man, was will man? So, gucken wir mal. Die Framets sind zumindest nicht eingebrochen, wenn ich nach da drüben hingucke. Das ist schon mal gut. Ist schon mal sehr gut, dass das funktioniert. Achso, was komme ich überhaupt hier unten durch? Ja, theoretisch ja. Theoretisch und praktisch ja. Man weiß nicht. Ah, nein, da war ja was. Ach, Mist. Mist, aber nein, nein, ich möchte nicht mit der, reden. Okay. Okay. Immer noch das Problem hier mit der Quarantäne, deswegen kommen wir hier nicht durch. Auch hier nicht, auch die hier nicht. Wenn, dann wäre das hier hinten vielleicht eine Möglichkeit. Yep. Das wäre noch etwas. Haben wir... Ich hab, wir haben keinen Plünder, nee, wir haben keinen... So. Pferdchen? Okay, noch einmal. Dankeschön, jetzt da. Ich wusste doch, irgendwie würdest du auch funktionieren. Okay, wenn dem so ist, Wenn dem so ist, oder vielleicht doch zuerst die nächste Prüfung. Dass wir eine Handvoll Prüfungsrunden hinter uns machen. Ich meine, wenn die eine so gut funktioniert hat, vielleicht die nächste auch. Wer weiß, wer weiß. Schauen wir doch mal. Gibt es hier einen? Yep, da gibt es direkt einen. Bei dem Kampf da oben, gegen diesen Werten...
Herren, der uns ein Problem bereitet hat, werden wir nicht schaffen. So gut sie auch sind. Nein, bringt mir nichts, bringt mir nichts. Ist die Verderbnis denn hier? Yep, die ist direkt hier. Okay. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch einmal. Welchen Helden haben wir denn jetzt zur Auswahl? A new meeting, Seer. And another battle. And another battle. Tyrant is an ancient mage from the Serpentine Age who conquered flames, darkness and gold. He will lead hordes of gargoyles, undead and a powerful bone dragon into battle. He will smite all creatures of the void. Ich meine, ich sag da jetzt auch nicht nein dazu. Ich sage nicht eins. Okay, so ist es mit dem Thema Performance. Dieses Tor ist noch nicht performt worden. Definitiv noch nicht. Gut, je mehr wir davon weg haben, umso mehr haben wir im Normalzustand. Hallöchen, aber auch mein Gutster. Du schaust mir interessant aus. Wir haben einen Drachen und einen Gargoyle gegen ziemlich viel, stelle ich gerade fest. Seht ihr, dass das gut ausgehen kann? Ich meine, so gut der Drache auch ist. Bin mir da jetzt so ein bisschen unsicher. Was mal das anzubieten überhaupt? Wir haben eine Entzauberung, das war's aber. Ach nee, wir haben vieles, so wie es ausschaut. Minus 30%. Uhu, Eliminierung. Portaltür wird dann wieder zum gewünschten Zielort. Feuerregen. Mhm. Hier stand bis 45. Okay. Interessant, interessant. Die und die umliegenden Sachen. Das können wir also noch nicht machen. Das ist ein bisschen zu heftig. Die Engel wird vollständig wiederhergestellt. Okay. Versucht Giftschaden. Nützt bloß bei denen nichts. Okay. Was haben wir sonst noch? Portiert Einheiten. Schwäche. Also müssten es alle mal auf einem Haufen sein, so wie es ausschaut. Dann sagen wir Widerstand erhöhen. Und zwar bei dem hier. Mein Gott, dann müssen wir sie einfach alle herholen. Hilft ja alles nichts. Dann müssen wir sie alle herholen. 200 zu 300. Das macht mir ziemlich viel Schaden. Das macht mir auch ziemlich viel Schaden. 300. Egal, wie ich angreife, ich bekomme viel Schaden. Okay. Dann ist es schon mal egal. Dann Nahangriff bei denen hier machen. Sodele, was haben wir sonst noch anzubieten? Clownangriff, Überfall, Hinrichten, tödlicher Schlag. Machen wir noch einen kleinen Überfall an der Stelle. So, damit sollten wir sie eigentlich animieren, herunterzukommen zu uns. Ach, das ist Überfall, dann gehen sie gleich wieder zurück. Oh, das ist schön. Das gefällt mir sogar richtig sehr. Oh ja. Heile durch, Drache, heile durch. Vergiftet sie alle. Jetzt stehen sie alle auf dem Haufen. Sowas von auf einem Haufen. Ich würde mal sagen, jetzt genau hier diese Mega-Angriffe zu machen. Ich glaube, das wär's. Das können wir so machen. Danke für die Runde 2. Lass mich zaubern. Hallöchen. Spiel, lasse mich zaubern. Hallo, hey. Drache? Hörst du auf mit... bitte, was? Ja. Das war jetzt ein bisschen... bisschen arg heftig, stelle ich gerade fest. Feuerregen, feuerfrei. Epidemie. 300. 700 ist sogar noch mehr. Und es kann man nichts mehr machen. Schade, schade, schade. Er ist ein Überfall gegen die hier machen. Yep.
Am Überfall gegen die hier machen. Und wechseln wir. Gut, der Drache hätte jetzt vielleicht noch eine Aufladung überleben können. Das wäre jetzt nicht so das Schlechteste gewesen, aber okay. Verwendung ist größer als die Heilung. Nur Vergiftung. Schade, nur Vergiftung. Ihr seid aber fast alle noch auf dem gleichen Bereich. Okay, das passt. Das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt nämlich, ihr könnt euch nochmal niederwalzen. Und zwar massiv sogar. Oh, nice. Okay. Aufgeladener Angriff. Hinrichtung mit Bluten sogar. Moment, das muss ich kurz angucken. Und minimalen Schaden auch noch verursachen. Ich bilde doch darum, ja. Ich will darum. Bluten und Schwächung. Und Vergiftung auch noch. Ja, ich würde mal sagen, das schaut relativ gut für uns aus. Dann reißen wir denen noch den Hintern auf. Besser als erwartet. Besser als erwartet. Wie viele Angriffe kann ich denn hier machen? Okay, passt. Okay, merke, ein Drache und ein Gargoyle sind überwältigend, wenn man AOE-Zauber hat bis zum Umfallen. Das war der leichteste Sieg, den ich bisher gehabt habe. Was wir jetzt zeigen, Nekromantie ist eine tolle Sache. Trophäe. Maximilians Rüstung. Das ist zwar recht gut, aber ich hätte gern die vom Totenbeschwörer. Die wäre wesentlich cooler, würde ich jetzt sagen. Ich meine, danach können wir wieder Geld verdienen, indem wir sie verticken, aber sonst, ja. Hallöchen noch und er ist wieder weg. Er ist wieder weg, okay. So wird die Welt aber auch ein kleines Stückchen besser. So, jetzt haben wir als nächstes das hier unten noch. Kaisar. Kaisar, okay. Pferdchen. Pferdchen, komm mal her. Dafür, dass wir jetzt quasi... Die letzten, ich glaube, 3 Wochen bin ich das Spiel aufgenommen, eben weil ich auf Patches gewartet habe. Oder das sind sogar 3 bis 4 Wochen gewesen. Sagen wir 3 bis 4 Wochen auf jeden Fall. Moment, muss ich denn da... Nee, da geht's woanders hin. Ich muss schon unten bleiben. Haben wir es doch relativ gut momentan, muss ich sagen. Verschwindet hier, verschwindet hier. Da haben wir auch ein paar wilde Tiere besiegt. Passt soweit. Auf zu Sieg Nummer 3. Das wäre glorreich. Das wäre glorreich. So, einmal absteigen. Hatte ich ihn aber auch. Eröffne mir doch ein weiteres Portal. Tell me, can you summon any person from the past? Only those who are remembered. In the world's memory, rulers live long, and the ancient rulers of Antis are remembered by the land itself. One of them, who had already lost his name, but was still able to lead an army, came to my call. Alles gut, alles gut. Wer ist denn diese ominöse Nummer 3? Ein Räuber? Der Kaiser. Was hat denn der Kaiser alles? Den roten Drachen, Urwölfe, Greifen... Plünderer und Söldner. Gegen das gleiche Äquivalent. Okay. Das könnte interessant werden. Das könnte mir jetzt interessant werden. Wir lassen es mal so, wie es ist. Das passt schon. Was haben wir denn anzubieten hier? Entzaubern, entfernt alle Effekte. Und wir haben kritische Chancen erhöhen. Und zusätzliche Feuerschaden. Okay, machen wir. Und zwar bei euch hier. Es wird, ihr nehmt einen Feuertrank ein, das passt schon. Das passt soweit. Und wir sagen, hey, Landschutz gegen den hier, das wäre ein bisschen ungünstig. 200 gegen dich hier. 503 Tote, 230. Ja, das bringt mehr. Das bringt mehr, Feuer frei. Nur 95, aber dafür richten wir über 500 an Schaden an. Das gefällt mir doch. So, was ist das denn hier? 1.
Blutgelage. Blutgelage klingt interessant. Hm. Fallen und regeneriert Gesundheit im Ausmaß des verursachten Schadens. Wir warten bei euch noch kurz. Bei euch warten wir kurz. Der Drache hier kann bitte Auflagen 2 jede Menge Schaden verursachen, wenn er möchte. Ich könnte jetzt eine Feuerwand hier hinmachen, so wie es ausschaut. Okay. Aber was macht die genau? Ja, wird eine Linie zum ausgewählten freien Feld teleportiert. Wo ist dabei? Ah, ich verstehe. Ich kann da durchfahren und gegen all die hier Feuerschaden machen. Okay, machen wir. Zweimal Schaden. Wir könnten die jetzt so angreifen oder noch einmal sagen, wir gehen hier rüber. Ich glaube, das machen wir auch. Komm, zwei hintereinander. Das gefällt mir sogar sehr. Okay, ihr greifen. Greift die anderen greifen an. Krieg ich noch was? Ja, nicht ganz so schön, gebe ich zu. Nicht ganz so schön. Nur 100 und hier. Die können gar nicht mehr angreifen. Dann machen wir hier. Komm. Ihr greift die hinten noch an. Das passt schon soweit. Und fress sich ein bisschen auf. Noch einmal? Gerne doch. Eben gerne. So, weggehen können sie nicht mehr, so bleiben sie jetzt mal hier. Ihr greift die hier an. Yep. Im besten Fall sind sie mich dann gleich tot. Ja, einen Schaden mitgenommen. Schade. Das ist echt schade. Macht aber nichts. Noch einmal. Das lief ja fulminant ab. Bin nach dorthin gehen, damit ihr zwei erstmal euch gegenseitig wegmachen könnt. Das passt soweit. Das passt soweit. Wunderbar. Angst. Ui, ui. Ja. Aber ich habe immer noch die hier hinten, die eigentlich nichts machen. Spotten. Ja, wart's nur ab. Der greift euch schon noch an. Genauso wie alles andere, was hier rumsteht. Ihr hier. Könnt soweit nichts machen, außer dahin rennen. Aber das macht nichts, das macht rein gar nichts aus. So, Runde 2. Runde 2 passt. Über den Haufen schmeißen, yep. Keine Bonusrunde, es macht nichts. Infernales Trefferchancen erhöhen. Okay. Critics erhöhen. Das machen wir doch bei euch hier. Damit ihr dann da reinrennen könnt, so gut ist. Ihr geht mal dorthin, um die hier quasi aufzuhalten, bevor ihr rumbewegt. Und ihr macht die hier kaputt. Dies passt schon. Einer ist weg, das ist vollkommen in Ordnung. Ich weiß, der ist auf Verspotten, deswegen wird er hier angreifen. Hat auch einiges einstecken müssen, muss man sagen. Der hat einiges einstecken können, kriegt aber eine Bonusrunde. Okay, ich sag nicht nein dazu an der Stelle. Jetzt muss ich mich nach da oben drehen. Moment, das haben wir gleich. Um das nicht geht, frage ich mich gerade ernsthaft, aber okay. Ihr hier, angreifen. Das bringt gerade nichts, wobei. Guck mal, so ist Attacke. Bleibt einfach hier stehen. Sie können nicht beide gleichzeitig angreifen. Es bringt ja nichts. Mhm. Zwei Tote. Okay. Das ist nicht das Klügste, die da hinzustellen. Anschwellende Raserei, ja. Warte nur, bis der Drache wieder was machen darf. Okay. Effekte haben wir, glaube ich, gar keine auf irgendjemanden drauf, oder? Ja, schon irgendwie. Irgendwie nein.
Warum könnt ihr die nicht angreifen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht an der Stelle. Weil die können sie angreifen. Das war's aber auch schon. Nur die hier. Hm. Ich meine, die werden aufgehalten. Das ist auch schon mal eine schöne Sache. Hast du noch übrig? Du hast noch einiges übrig. Deswegen könntest du... Ja. Kannst du ihn noch gut verbrennen? Das passt dann schon soweit. Passt. Hier noch. Einer weniger. Einer weniger mit dem Greifen. Wunderbar. Noch zwei Todeshühner an der Stelle. Ei, das war unschön. Das war mehr als unschön. Bitte, mach ihn fertig. Mach ihn fertig und besiege ihn. Immer noch nicht. Oh yeah. Die sind zumindest auf Bluten eingestellt. Ist zumindest etwas. Wenn sonst nichts geht, Bluten geht auf jeden Fall immer. Oh meine Güte. Komm, komm, komm. Wir haben nicht mehr viel übrig. Wir haben nicht mehr viel übrig. Au. Au, 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 au. Aber theoretisch sollte es ausreichend sein. Habe ich jetzt? Mist, ich habe einen von den beiden abgeblockt, damit er auf Verteidigung geht, oder? Ja, yep, habe ich. Mist. Unschön, ganz, ganz unschön sogar. Okay. Drache gegen Greifen. Ich bin gespannt. Einer ist verbrannt. Mal gucken, ob wir es mit zwei auch noch eins bekommen. Yep, Runde 5. Chicken McNuggets gibt es für uns. 3 Siege in einer Folge. Boah, genial. Trophäe bekommen. Obsidianring, Führung mir ist 300. Wels. Talisman, der maximale Verbesserung des einen Widerstands wird auf 85 erhöht. Ja, bis die Führung geht dabei flöten. Unschön. Ganz, ganz unschön sogar. Aber, dann ziemlich eine weitere Verderbnis weg. Hallo dafür und hallo dafür. Und die Welt schaut ein bisschen angenehmer aus. Das heißt, die nächste ist direkt hier unten. Die könnte man eigentlich auch gleich mitmachen. Weil vielleicht bringt es ja etwas. Sanguinius. Aber den wiederum machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin hoffe ich natürlich, ihr hattet viel Spaß im Zuschauen. Und es würde mich freuen, dass ihr da auch wieder mit dabei sein würdet. Macht's gut und wie immer. Tschüss alle.